Politik ist manchmal stinklangweilig. Aber die Parteien im Bundestag lenken unser Land und somit auch einen Großteil unseres Lebens. Und deshalb sollte sich jeder für Politik interessieren. Wir verraten euch in diesem Video, was sich für uns Gamer je nach Ausgang der Bundestagswahl in Zukunft alles ändern könnte. DRM steht für Digital Rights Management. Diese Technologie kommt als Kopierschutz mittlerweile bei fast jedem neuen Videospiel zum Einsatz. Sie bewirkt zum Beispiel, dass Spiele eine Internetverbindung benötigen, um installiert oder gar gestartet zu werden. Wurde der Online-Key bereits aktiviert, ist es meist unmöglich, das Spiel weiterzuverkaufen. Was sagen die deutschen Parteien zu dieser Situation? Die CDU-CSU möchte das bestehende System beibehalten, da es die Interessen der Urheber schützt. SPD und FDP wollen DRM auch nicht abschaffen, setzen sich aber dafür ein, dass man Spiele mit bereits aktiviertem Code gebraucht weiterverkaufen kann. Auch die Grünen wollen DRM beibehalten, aber das Recht auf eine Privatkopie durchsetzen. Die Linken meinen hingegen, dass die Umgehung einer DRM-Sperre keine strafrechtlichen Folgen haben darf und sind ebenfalls gegen eine Gebrauchsspielsperre. Allein die Piraten fordern ein Verbot jedweder DRM-Maßnahmen. Die USK und die BPJM passen seit vielen Jahren darauf auf, dass jugendgefährdende Spiele nicht in die Hände von Kindern gelangen. USK-Prüfsiegel sind für den Handel bindend und wird ein Spiel indiziert, so ist es selbst für erwachsene Menschen schwierig zu erwerben. Was würde sich in dieser Hinsicht bei einem Regierungswechsel also ändern? FDP und Grüne sehen keinen Handlungsbedarf. Auch die SPD möchte an dem Prüfverfahren nichts ändern, setzt sich aber für eine klarere Alterskennzeichnung von Webseiten ein. CDU und CSU sehen das genauso, verlangen aber zusätzlich eine Verifizierung mit Personalausweissignatur bei Online-Spielen. Linke und Piraten stehen für eine grundlegende Reform des Jugendmedienschutzgesetzes. In Deutschland wird Kultur gerne und oft gefördert. Ein Großteil der Medien- und Kulturlandschaft ist von Förderungen abhängig und kann nur so ein breit gefächertes Genrespektrum abdecken. Mit dem Deutschen Computerspielepreis zeichnen der Bundesverband für interaktive Unterhaltungssoftware und der Bundesverband der Entwickler von Computerspielen regelmäßig pädagogisch wertvolle Spiele aus. Den meisten Parteien ist das allerdings lange nicht genug. CDU und CSU wollen die Förderung gemäß des Deutschen Computerspielepreises beibehalten. SPD und FDP verlangen zusätzlich neue Förderinstrumente, genauso wie die Grünen, die auch Spiele ohne Jugendfreigabe, also Titel ab 18 Jahren, gefördert sehen möchten. Das sagen auch die Piraten. Sie setzen sich zudem dafür ein, dass E-Sport als echte Sportart anerkannt wird und sich somit für eine Sportförderung qualifiziert. Die Linke macht sich für eine Förderung von unkonventionellen Spielideen und Open-Source-Projekten stark. Da das Internet längst kein Neuland mehr ist, werden immer schnellere Zugänge zur Datenautobahn nötig. Wie planen die einzelnen Parteien, die Breitbandversorgung Deutschlands auszubauen? Die CDU-CSU möchte eine flächendeckende, Internet-TV-fähige Breitbandversorgung bis 2018 und eine europäische Koordinierungsstelle zur digitalen Vernetzung einrichten. Damit würde das Thema Breitband mehr zu einer Sache der EU werden. Die SPD möchte eine gesetzlich flächendeckende Breitbandversorgung schaffen und private Investitionen zum Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen nutzen. Für die FDP ist die Breitbandversorgung Sache von privaten Unternehmen. Grüne und Piraten stehen für eine gesetzliche, flächendeckende Breitbandversorgung. Die Linken wollen die Breitbandversorgung hingegen verstaatlichen. Über soziale Netzwerke und Download-Plattformen verteilen wir jeden Tag Unmengen an Informationen, die Marktforschungsinstitute und der NSA mit Freude entgegennehmen. Wer Einblick in unsere Daten hat und wie diese geschützt werden, ist leider oft unklar. Auch die Regierung möchte mehr über uns wissen und führte im Jahr 2007 die Vorratsdatenspeicherung ein. Was sagen die Parteien zum Thema Datenschutz? CDU und CSU setzen sich für verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung und Online-Überwachung ein. Die SPD will Online-Überwachung nur in extremen Ausnahmefällen zulassen und die Zeit der Vorratsdatenspeicherung stark verkürzen. Die FDP möchte keine Online-Überwachung und eine maximale IP-Speicherung von 7 Tagen. Grüne, Linke und die Piraten lehnen Online-Überwachung und Vorratsdatenspeicherung kategorisch ab. Die Telekom möchte ihre Geschwindigkeit drosseln. Das soll aber anscheinend nicht für alle Dienste gelten. Unternehmen, die der Telekom gehören oder mit ihr spezielle Verträge abschließen, werden von dieser Drosselung ausgenommen. Ob das mit dem marktwirtschaftlichen Grundsatz vereinbar ist?
CDU und CSU sehen keinen Handlungsbedarf, da sie ihre Grundsätze nicht verletzt sehen. Die FDP verlangt eine Neutralität innerhalb von Dienstklassen, wodurch beispielsweise ein Videoanbieter gegenüber einem anderen nicht benachteiligt werden darf. SPD, Grüne, Linke und Piraten wollen eine gesetzliche Verankerung der Netzneutralität bewirken. Na, hat sich bei euch ein Favorit herauskristallisiert? Oder sind euch die genannten Themen gar nicht so wichtig und ihr entscheidet nach anderen Kriterien? Sagt uns eure Meinung, kommentiert dieses Video und macht vor allem eines: Geht wählen! Die Sitzung ist geschlossen.